Es geht weiter. Wir waren im Begriff, die Wunderhülle zu betreten. Allerdings haben wir beim letzten Mal auch einige neue Chips bekommen, die wir mal ganz schnell noch in die Matrix einsetzen. Und zwar am besten so, dass wir auch was Neues freischalten. Lebenspunkte 2 hoch, Attacke hoch und wir bekommen Kombomeister gelernt. Erhöht deine dir gelingen Kombos, selbst wenn ein Schlag ins Leere treffen sollte. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Ein paar Chips haben wir noch. Wie viel? 2 Chips haben wir noch. Dann setzen wir die hier ein. Dann haben die nämlich doppelten Wert, da da oben noch ein Prozessor ist. Genau. Perfekt. Doppelkern geschaffen. So, jetzt kommen wir in die Höhle. Schon wieder Text. Oh, nee. Agrabah gibt so viel Text. Das wird nicht einfach, Chef. Chef. Entschuldigung. Hab eine dreifache Fallenkonzentration auf meinem, Lampenschirm. Jafar scheint dich ja wirklich gern zu haben. Das hat er sicher mit seiner Lampe gemacht. Der ganze Aufwand bedeutet vermutlich, dass er hier Jasmin gefangen hält. Klingt plausibel. Lass sie uns suchen gehen. Und Jafar eine ordentliche Abreibung verpassen. Geht klar, Chef. Wenn du Hilfe brauchst, einfach die Lampe reiben, ja? Wir haben ja noch 2 Wünsche frei, wenn ich mich nicht irre. Hier gibt es nur einen Shop, aber da kann man trotzdem mal reingehen. Dann kaufen wir mal Stopp und Gemach, genau. Können wir gleich mehrere holen. Ja. Damit wir unsere Magie stärken können. Vita brauchen wir nicht unbedingt kaufen. Vertigo-Schwertfall. Ganzen Wirbel brauchen wir nicht. Feuerer, Eisra, Blitzra. Nee. Allheilmittel? Nee, lass mal auch. Bis ich das dann ausgewählt habe, im Kampf vor allem, bin ich schon tot. Bringt gar nichts. Bist du auf zu springen? Du sollst die Blöcke kaputt machen. Und die Huppen. Hier sind schon mal wieder die ersten Gegner. Vielleicht mal solche, die wir das letzte Mal in Groß besiegt haben. Oh nein, schon wieder eine Wampe. Ich krieg die Krätze. Sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie hinter denen kommen. Ist auch so viel Platz. Na, es geht auch trotzdem. Sehr gut. Hä, war hier gerade was? Nee, da auf der Kotte rennen irgendwie haufenweise Gegner rum. Verstehe ich nicht ganz. Kommt der Gegner? Okay, Vorsicht! Ach! Ich hätte mich auch wegrollen können, ich Depp. Nein! Ein Spinnt wohl. Sehr gut, Abschlusskommando. Elektrosturm? Ja gut, hab getroffen. Na komm, den triffst du auch noch. Sehr gut. Nein, noch mehr. Feuerwalze. Ah. Du greifst mich nicht an, Kollege. Eissturm? Sehr schön. Nein, mehr. Die Feuerwalze daher. Verdammt. Ich dachte, damit wäre er erledigt. So leicht kann man sich irren. So einen normalen Sternblock. Gibt es keine Raritätenblöcke irgendwie? Ach, jetzt weiß ich, was das für Punkte auf der Karte sind. Das sind diese bunten Felsen. Oh, nicht eingetroffen. Zu schade. Komm her. Sehr schön. Das war's schon wieder. Na, wenn man nicht so viel springen würdest. Gut. Nein, das geht nicht. Verdammt. Lauf. Warum dreht sich der Block erst? Also der Stein. Was ist das denn für ein Vieh? Wenn sich direkt Blockback.
Ja. Komisch. Da ist ein Raritätenblock. Wunderschön. Da bin ich doch happy. Na komm, dreh dich. So, ich muss nur irgendwie rankommen. Sehr gut. Heilung. Wunderbar. Schwertwurf erhalten. Mit solchen Attacken bin ich schon in Kingdom Hearts 2 nicht klar gekommen. Ja, Vorsicht. Nein, nicht Vitaga, ich wollte... Ach, egal. Okay, komm her, Sora. Nicht platt rollen lassen. So, wir müssen jetzt aber hier hinter. Das dachte ich mir. So eine schöne freie Fläche, hier muss der Gegner auftauchen. So, Feuerwalze. Habe ich gleich noch Elektrofeger aus Versehen mit benutzt. Elektrosturm, Entschuldigung. Kann aber langsam mal hier ein Kommando wieder einsatzfähig sein. Geht doch. Gut. Noch mehr Zipfler. Und noch mehr Räuber. Uah. Spinnst du. Ach, komm her. Nein, ich habe doch extra L gedrückt. Ich nutze ja trotzdem Vitaga. Irgendwas verhaue ich hier jedes Mal. Geht gar nicht. Schlusskommando, wunderbar. Ich habe den zwar jetzt gar nicht gesehen, aber getroffen habe ich trotzdem. Sehr gut. Jetzt kapiere ich auch langsam die blauen Anzeigen, die immer auftauchen. Das bedeutet, dass ich in meiner, was weiß ich, Matrix, in der da, neue Attacken umwandeln kann. So, machen wir hier noch einen Tornado rein. Nee. Was haben wir denn gemacht, um einen Sturm zu kriegen? Haben auch einen Tornado benutzt. Hm. Okay. Und Luftspirale? Bringt auch nicht viel. Feuer? Bleibt auch Feuerwalze. Gemach bleibt Feuerwalze. Hm. Konfus. Dann benutzen wir, um das einfach zu stärken, einfach hier Tornado und gut. So, Froststorm. Ja, bitte. Haben wir was Eismäßiges? Eis, Eis, Eis? Kein Eis. Stopp, brauche ich eventuell noch. Froststorm. Ganz einfach. Ich ja nicht doppelt. So, Vitaga. Sehr gut. Kann ich aber, glaube ich, nicht noch weiter erhöhen. Nee, Vitaga ist schon das höchste. Egal, machen wir trotzdem mit Stopp. So, Elektrosturm. Ja, bitte. Und dann hauen wir hier noch... Ich kann mal meinen Feuer eher stärken. Oder Feuer Seife am besten. So... Ich weiß, ich blicke hier gerade nicht durch. Man merkt's. Ist aber nicht schlimm. So, hier müssen wir noch hinbauen, aber ich habe überhaupt nichts. Gut. Gehen wir mal weiter im Level. Kommt hier ein Stein angerollt? Na klar. Sehr gut. Und da vorne ist ein Raritätenblock. Na, da bin ich auch gleich wieder happy. Und wir bekommen Erdstoß. Nein, nein, nicht darunter. Okay, Erdstoß wird wieder eine Attacke sein. Muss ich mal schauen, wenn ich das mache. Was es für einen Effekt hat. Also, wie er die Attacke ausführt. Weiß nicht, wie ich es erklären soll. Oh, eine Böllerwampe. Da bin ich doch genervt. Komm her. Ah, das war... Was war das jetzt? Die Feuer-Salve. Salve, denke ich, bedeutet mehrere Schüsse aneinander, oder nicht? Hat aber nur einmal geschossen. Das ist nur... Ein Sandfall? Hm, das stimmt fast nicht. Ja, ja, so weit sind wir doch noch gar nicht.
Und noch erstmal bei den Gegnern hier. Ah. Sehr gut. Froststurm erhalten. Ah, Mist, das war Vitaga. Das war jetzt nicht so geplant. Oh, noch mehr Gegner. Ja, solange die so leicht zu besiegen sind, habe ich nichts dagegen. Kann ich ein bisschen trainieren für die Übeln später. So, kann ich jetzt speichern? Geht das? Ja, das geht. Gut. Speichern wir schnell. Schnell, habe ich gesagt. So. Dann mal lieber direkt hier sein, oder? Nee. Komm, meine Karte. Oh, noch ein Gegner. Er scheint nicht viel zu bringen hier hinten. Na gut. Bin ich jetzt blöd? Ich muss aber irgendwo hinter. Oh, schnell aufgepasst. Das wird aber auch nicht schneller, das Ding. Wo kann ich hier lang? Hier kann ich lang. Doch, jetzt wird schneller. Perfekt. Ja. Zehnmal einen Angriff blocken. Muss das sein? Bleiben bei 10%. Kann es sein, dass ich gerade ein bisschen nah am Mikrofon war? Das tut mir leid. Magnetblöcke. Blöcke mit rot-blauem Spiralmuster ziehen dich an, wenn du ihrer hellen Seite zu nahe kommst. Die dunkle Seite ist hingegen ungefährlich. Okay. Das ist so ein Schwachfug. Okay. Das ist ein Blödsinn. Ah, ich hab gepasst. Nein! Zu früh gedrückt. Sehr gut. Na, ein paar Blocks brauchen wir noch. Ungefähr die Hälfte haben wir. So schön, zwei gleich auf einmal. Mal geblockt. So schön. Ah, Herausforderung bestanden. Gut. Hat der Schwachsinn auch ein Ende. Vitaga. Das war nicht geplant. Nee. Ja, wo willst denn du hin? Kommt er wieder hoch, oder? Ja. So, vier Gegner fehlen noch. Laut Anzeige. Okay, ich werde ständig irgendwo hingezogen, das nervt. Komm ich hier hoch? Nein. Das heißt, dieser Ort hier nützt mir gar nichts. Aber hier sind noch Gegner. Ah, noch normale. Nützt mir also auch nicht so viel. Wow. Hier ist ein normaler Block. Ja. Hier sind noch zwei. Haut doch mal ab hier. Was musst denn du jetzt Vitaga benutzen? Sag mal. Gar keiner von dir verlangt.
Ach. Komm her. Gut, Scheiße. Wo muss ich denn jetzt noch hin? So, ich muss jetzt noch die anderen Feinde finden. Runter. Wie viele sind es denn noch? Zwei. Schon mal nicht? Hier? Hier. Sehr schön. Wenn er mich noch nicht dauernd treffen würde. Ich drück doch schon Y. Was soll ich denn noch machen? Jetzt. Jetzt muss ich irgendwie dahinter kommen. Funktionieren ja gar nicht mehr die Blöcke. Oder? Doch. Nächste Ebene. Herausforderung bestanden. Nächste Ebene. Drei Gegner einfrieren. Ich habe gar kein Eis ausgewählt. Kommandomatrix. Ich habe Froststurm, aber ich habe kein Eisra oder so. Raus damit. Brauchen wir erstmal Eisra oder so, irgendwas in der Richtung. Habe ich überhaupt nicht, ja. Nö. Hab ich alles verpulvert. Eiswalze. Nö, habe ich nicht. Na gut. Ja, was hat man? Froststurm? So? Und dann noch Pyrozipfler, ist klar. Okay, Vollgeil zu benutzen ist auch ein bisschen schwachsinnig. Ah, aber ich kann... Doch, Moment. Ist der Kampf vorbei? Ich kann... Eisinfekt benutzen. Kann Gegner einfrieren lassen. Ah, ich stelle mich manchmal an. Also ehrlich. Gut. Kann ich die Blöcke alle demolieren oder nur eine bestimmte Handzahl? Ach, weg ist weg. Ich muss so schnellstmöglich jetzt auf Stufe 3 kommen, um das zu machen. Sehr gut, jetzt habe ich... Nee, Stufe maximal muss ich kommen. Na toll. Bis ich auf Stufe maximal bin, sind die alle besiegt. Jetzt kann ich die Chance haben. Ja, gut, einen haben wir schon mal. Das war das zweite Mal. Schon mal Vitaga. Sehr gut, zwei habe ich schon. Ist noch welche? Ja, Herausforderung bestanden. Ich darf mich nicht immer so doof anstellen. Sehr gut, das war's für die beiden. Ich werde trotzdem gucken, was da hinten jetzt mal ist. Wenn da hinten überhaupt was ist, laut Karte ist da nichts. Aber hier sind noch Gegner. Und die Gegner nehmen wir doch mit. Komm her! Ach, das kann nicht sein. Na gut, gehen wir weiter. Oh ja, genau, direkt vor meiner Nase, du Affe. Nein! Siehst denn du immer an, Junge? Ja, sag mal. Benutzt Vitaga. Ich sehe aber auch nichts. Okay. Nicht mehr anvisieren. Und dann die hier erstmal. Die machen mich. Bin ich fertig. Ah. Sehr gut.
Okay, nicht mehr auf den, nicht mehr auf den, nicht mehr auf den. Dafür auf die Nervzwerge. Vorsichtig. Scheiße. Ich muss Vitaga benutzen, aber... Es lädt noch, es lädt noch, es lädt noch. Vitaga. Meine Herren. Gut. Nein, Vollgasseife wollte ich. Und Angriff. Wunderbar. So, was haben wir hier noch? Ein paar Blöcke. Okay. Na komm. Sehr schön. Hier hoch? Das hat nicht viel gebracht. Ah, da war noch ein Block. Egal. Weiter im Text. Müssen noch hier durch. Und dann zum letzten... letzten Raum, wo sich noch Infizierte befinden. Okay, ich wusste, dass die Kugel mich jetzt wieder treffen wird, die Feuerkugel. Hier kreucht noch was rum. Okay. Okay. Sag mal, wollt ihr mich fahren? Sehr schön. So, wo ist der Blockback? Lass mal heilen hier. Okay, das dazu. Da oben ist noch eine Kiste. Okay, das wird umgelaufen. Benutzen wir erstmal. Sieg mir erstmal die Pyro-Zipfler hier oben. Wo ist er denn? Komm her! Kommst du mir nicht? Was, wenn du fliegen kannst? Nein! Sag mal, bin ich echt zu doof? Das frage ich noch. Nein. Ich hab ja Vollgasseife. Erstmal das abfeuern. Und das Vieh brennt sogar. Was will man mehr? So, die Kiste da will ich zum Beispiel. Und nicht abstürzen. Och Mensch. Bist du hier der Kistenwächter oder was? Feuerwalze, Froststurm. Ich will gerade noch Vollgasseife benutzen. Aber nicht mehr ganz geklappt. Okay, wo sind hier noch Bugbots? Na, das ist jetzt mit lustig. Kann ja nicht sein. Sehr gut, Herzensbrecher 4. Das klingt doch gut. Ein Blockbug als Bugbot. Genau. Langweiliger geht's gar nicht, hä? So. Ja, das war's. Wieder zurück an Anfang. Och Mensch. Klappt mich das voll zurück. Anders kommst du aber auch nicht hoch. Nee, nee. Okay. Gucken wir mal hier noch rein. Jetzt da hinten. So, gut. Auch noch ein paar Systempunkte ergattert. Stimmt, ja, einer war noch übrig. Ist ja vorhin abgehauen. Der Held. Gut. Weiter. Ebene verlassen. Bitte, Dankeschön. Herausforderung bestanden. Nächste Ebene.
Maximal 14 verfehlte Angriffe. Das kannst du knicken. Allein schon, wenn ich an so einen Block da ran will. Vor allen Dingen sollte ich mich dann auch nur auf die wichtigen konzentrieren. Und die wichtigen befinden sich einzig und allein da hinten in dem Raum. Oh, fuck! Lass mich in Ruhe. Das sind aber auch viele. Und du auch hier daneben klopfst. So, die hier brauchen wir. Ah. Was denn nun? Wo ist Vitaga? Terminal Deck drücke ermöglicht, das war's schon. Mal gucken, ob hier unten noch was ist. Ja, gut, Magnete, alles klar. Kannst du groß was werden? Ja, hier ist er. Wir werden wohl kaum Raritätenblöcke sein. Ich gehe wieder weg. So versessen bin ich aufs Level ab, nur auf oder nicht. Wow, die Viecher. Nein. Vorsicht, extrem gefährliche Gegner stand da gerade auch noch. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Weg hier. Ja. Ich hätte ein paar Punkte kriegen können, ich weiß, aber... Gut, Systemkampf verlassen. 3000 habe ich. Was ist das? Aktiviert Taktbeschleuniger. Lädt die Taktleiste schneller auf, wenn deine RP unter 25 sinken. Sowas brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber hier gibt es aber viel... Verdammt. Viel Teures. Den Debugger nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen, Resistenzen auf jeden Fall. Gut, eins können wir noch. Eis oder Feuer? Würde ich sagen, Feuer. Gut. Und Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Ob das geholfen hat? Ich hoff's. Informationen überwindet die Fallen. Rollen noch gar keine Steine mehr rum. Was für Fallen noch überwinden? Nein! Ach doch, jetzt rollen sie wieder. Ah, Vorsicht. Na klar. Den Bugbot macht das gar. Den Blockbug macht das gar nicht aus. Oh, die Namen. Hilfe. Ich könnte dann natürlich auch erstmal meine Matrix gehen, wenn ich aus dem Kampf raus bin. Das vergesse ich immer ganz gerne. Vorsicht! Verdammt! Feuerseife? Das war nix, aber jetzt. Komm, Feuerseife hier. Bam! Und Stufenchip erhalten. Wunderbar. Wieder ein Level-Up erreicht. Nein! Sind sie? Tiger kann es auch mal benutzen. Gut. Hast kein getroffen, also lass es sein. Mensch, Sora. Sehr schön. Wenn man nicht rankommt, einfach Vollgasseife und gut ist. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. So. Hier ist noch eine Kiste. Mit Supertrank und Blockbug. Hey, wie wird er denn ausgefahren? Blockbugs. Mein Gott. Bugbots und Blockbugs und. Mein Gott, lass dich doch mal deutsche Namen einfallen. Komm her. So. Nein, nicht Vitaga, ich wollte die Völkerseife, verdammt. Komm her. Das ist auch noch abgehauen, der Arsch. Und eingefroren, sehr schön. Na? Ist auch eingefroren. Sehr gut, noch einer. Gute Nacht. So, hier sind noch ein paar Wüstenräuber. Sag mal.
auch nicht mehr zu retten, hä? Affe. Gut, 4 Tage hätte ich ganz gern. Nein, da rausche ich dran vorbei. Jetzt. Gut. Oh, voll daneben. Feuerwalze. Und die Feuerseife an dich. Gute Nacht. So, gehen wir mal weiter.